Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hausflippers. So, Oma-Zimmer haben wir fertig. Büro, Schreibtisch. Kabuff. Würde ich gerne da stehen haben. Ist dann auch soweit fertig. Irgendwie ist die Grafik komisch, obwohl ich die auf, alles auf Ultra habe. Ach, wie dem auch sei. Ich lasse das jetzt so. Kabuff. Wie kriege ich hier draus einen Kabuff? Ist auch nochmal. Sowas hier. Die sind hier mit drin, ne? Da gab's. Genau. Auch große. Genau, beispielsweise sowas, dass man da halt Schuhe drin aufbewahrt oder so. Ich will es, wie gesagt, das Haus wird so ewig lange dauern. Bis ich hiermit mal fertig bin, das wird auf jeden Fall dauern. Kriege ich jetzt nicht so genau mittig hin, wa? Doch. Deswegen wahrscheinlich Leitern, damit man oben was hinbauen kann. Schade, dass man die nicht hinstellen kann. Das nervt ein bisschen gerade ab. Weil da oben will ich auch was raufpacken. Ich versuche das gleich mal mit der Leiter. Du kannst nicht einen nach hinten packen. So, Leiter. Alter. Halten Sie. Ah, ich muss nach oben gucken. Gut. Cool. An sich. Das kann ich in die Mitte packen, alles klar. Blau. Ja, blau. Gibt ja nicht so viele verschiedene. Nochmal ein rotes.
da kommt nochmal Schachteln. Dazwischen kommt. Ist alles so groß? Ist auch so groß. Bei Oma. Die gucken raus, cool. An sich. Oma mag das. Also Lampen hat sie auch schon. Es wird dunkel. Hier. Gut, daher, dass hier eine Abstellkammer ist, kommen jetzt hier keine so übertrieben schönen Lampen hin. Ich hätte hier gerne. Was gibt's denn hier? Ja, Pistole. Nochmal irgendwas raufgestellt. Ja, kleine Box. Egal. Kann man. Nicht runtergefallen, also hält's. Ja. Ist schon in Ordnung so. Seht ihr? Blau. Hätte jetzt hier nicht mehr reingepasst, weil jetzt ist eine Abstellkammer geworden. Was leider immer noch. Ja, gut. Also kann es auch eigentlich kein Bücher. Ah. Bin noch sehr, sehr unschlüssig. Bis hier. Mist. Ja, gut. Hier kommt. Das heißt, es gerade dunkel wird, merkt man sofort, dass die Lampen fehlen. Hä? Das kommt tatsächlich von dieser Lampe. Scheint die ein bisschen zu verbuggt zu sein. Die gehören hier sowieso nicht rein. Das sieht da nicht aus. So. Ja. Wir haben ein Schuhschränkchen gesehen gehabt. Ich glaube, das war. Genau. Da hier viele Kinder sind. Brauchst natürlich auch einen großen Schuhschrank und den kleinen auch nochmal. Schuhregal. Mist. So, darüber kommen die Haken. Ah Gott, die waren glaube ich bei Sonstiges, richtig? Diese kleinen Haken, genau, kleine Haken. Eins, zwei, drei.
So. Ja, naja. Bringt das was, wenn man die höher setzt? Ich glaube sogar tatsächlich, wenn ich gerade überlege, das ist bei meinem Opa und Oma, glaube ich, sogar auch so versetzt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin gerade echt nicht sicher. Na gut, ich mache mir hier so ein sanftes Gelb hin. Nein, das habe ich ja schon häufiger. Was haben wir denn noch? Ja. Kupfermünze. Haben wir auch noch nie benutzt. Doch passt, ehrlich gesagt. Ah, oh, für das bisschen da. Ärgerlich. Ja, für das Treppenhaus muss ich da noch mal gucken. Hier noch nicht. Hier auch noch nicht. Das dauert noch. Keller wird erstmal weiß auf jeden Fall. Der Boden gefällt mir hier doch schon. Ach so, was ist denn hier? Hier würde ich gerne einen anderen Boden, keinen unbedingt Holzboden. Fliesen ein. Auch nicht. Oh, na, das. Zuerst sahen sie ganz gut aus, aber das ist mir zu Garagen-Style. Oh, Vorsicht, Entschuldigung. Ach, sorry, das. So nach 3 Stunden, 4 Stunden spielen, ist das doch schon ein bisschen härter. Ach. Wird immer noch als Zimmer gekennzeichnet. Hier werde ich, glaube ich, auch noch mal so ein Dings machen. So ein Abschnitt, in Anführungsstrichen. Oder hier? Hier so rüber? Oder lieber doch hier. Ich meine, das reicht ja eigentlich für Umkleide. Das lasse ich nochmal, das warte ich nochmal ab. Spiegel. Ich muss mal meine Fenster zumachen im Haus. Wird da kühl. Spiegel war hier auch, das weiß ich. So. Seht ihr? Da fängt es schon an. Ob ich in die anderen Zimmer noch gehe.
Huch, von der Seite. Sieht man so gar nicht. So. Okay. Andi, wollte ich jetzt bis hier machen und dann halt das Badezimmer, aber ich überlege gerade, ob hier noch irgendwas vielleicht fehlt. Im Survival gab es Gummistiefel. Passen die irgendwie hin? Naja. Ansonst. Ah, das ist eher so eine Dreckbox. Sieht schon eher nach was. Ach, wie geil. Doch, okay, dann muss ich die hier hinpacken. Daher man die da drunter packen kann. Okay. Dann lasse ich die auch da. So. Hier kommt auf jeden Fall eine andere Heizung hin. Und hier soll auch eine Badewanne hin. Pfanne, genau. Gut. Licht. Wie kann ich eigentlich... Eins. Ui. Bin mal blind hier drin. Gut. Ich würde das auch gerne so... Den Boden würde ich so dunkler machen gerne. Und ich weiß. Weiß würde ich jetzt auch nicht so gerne. Kann man hier irgendwie Muster erzeugen selber? Nee. Das wäre so ein zu krass. Nee, gut. Gut, Wandfliesen. Da freut ihr euch bestimmt die ganze Zeit drauf. Moment mal, hatten die ja einen besonderen Namen? Grayscore. Keramikfliesen Grayscore. So ein Grau. Grau. Hier. Grayscore, hier sind sie. Ah, das wäre, glaube ich... Nee, das sieht dann nicht aus. Wo sind die anderen gewesen? Da. Locker. Jetzt kommt wieder das Schönste. Ja. Womit ich... Hä? Wie spät haben wir... Ui! Wie lange spiele ich denn schon? Die vielte Folge ist das heute. Ich wollte eigentlich ein bisschen langsamer machen, weil bald kommt der Arma 3 und noch ein Spiel raus, was ich jetzt noch nicht verraten werde. Weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das wirklich hochlade, weil irgendwie ist das Spiel ganz schön verbuggt noch. Zum Beispiel, wenn ich dann eine Mission fertig habe, habe ich die dann doch nicht fertig. Das ist echt Mist. Es ist wirklich zu hell gewesen. Ich war alles übersteuert von den Farben. Also ja, wie gesagt, das ist, also irgendwie gibt es da nur Fehler und Probleme. Ich habe schon viel davon aufgenommen. Wäre auch in 4K. Aber irgendwie durch die Fehler und sowas, klar, macht es wenig Sinn, das dann auch hochzuladen. Ich muss jetzt momentan manche Missionen 3-4 Mal machen, bis er realisiert oder erkennt. Ah, hast du doch hingekriegt. Oder auch unmögliche Aufgaben. Die dritte Mission.
ist an sich erst dann möglich, wenn man komplett alle Missionen wirklich auf 120% geschafft hat. Also 100%, also halt alles geschafft hat, aber noch dazu gleichzeitig die Tagesaufgaben geschafft hat. Gleichzeitig dazu. Nicht nochmal, zweite Mal starten und dann die machen. Es ist... Naja. Vielleicht sage ich später in irgendeinem anderen Video mal, wie das Spiel heißt, falls ich mir sicher bin, dass ich das nicht hochlade. Es sollte erstmal nochmal so ein bisschen für mich geheimer bleiben sein. Ob es in irgendeiner Art und Weise relevant ist, das geheim zu halten, glaube ich nicht. Aber, naja. Oh, einer ist auf meinem Minecraft-Server. Bin ich fertig? Ja, cool. Ging es doch ein bisschen. Na gut, ich habe die ganze Zeit gelabert. Geht's natürlich immer ein bisschen schneller. So, jetzt kommt hier leider eine gerade Badewanne rein. Aufdrehen. So, eine Sache möchte ich jetzt mal ausprobieren. Wir wissen ja alle, wie das mit den Bauen halt ist. Jetzt möchte ich mal auf leicht machen, um zu gucken, was dann daran tatsächlich auch anders ist, weil ich persönlich glaube eigentlich eher nichts. Das sehen wir gleich. Montieren. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas anders ist. Auf leicht und normal. Bis jetzt ist noch komplett alles 1:1 gleich. Und es blieb auch komplett gleich. Also gut, egal ob er auf leicht oder schwer spielt, oder auf leicht oder normal. Das einzige, wo halt was anders ist, ist das Wasser ausläuft. Was ich persönlich wieder eigentlich eher unrealistisch finde, weil im Normalfall macht man das auf jeden Fall erst aus alles. Habe ich so viel Glück, dass hier eine Waschmaschine zwischenpasst? Glaube ich nicht. Hey. Ich versuch's mal. Versuch's mal. Nicht, dass es dazu... Achso, Einbauwaschmaschine. Na, so an sich ja. Au. Also es ist exakt die gleiche Vorgehensweise, ob man das jetzt auf schwer oder auf normal oder auf leicht macht. Halt, nur es läuft kein Wasser aus. Das war's. Und Wasser ausläuft ist scheiße. Ja. Ist okay. Haben sie wenigstens eine Waschmaschine. Halt, zwei Sachen fehlen hier noch. Drei, paar mehr Sachen. Die jetzt so ein Standard sind. Kommen hier nicht ran, schade. Da ist er.
lass ich mal so. Eine große Familie. So. Kann man natürlich tatsächlich nichts auf die Badewanne stellen. So stellt man normalerweise auch keine Kerze hin. Macht man einfach nicht. Wollen keine Kerze, nehmen eine Blume. Gut, haben wir hier auch, aber das haben wir immer keinen. Gut. Oh, hier fehlt noch. Ein Handtuchheizung. Anschlüsse. Heizung. Montieren. Gut. Es wird draußen wieder hell. Ist aber noch nicht hell. Aber wie sind die Lampen sau hell, wa? Heftig. Gut. Hier kann auch ein Teppich rein. Kleiner. Wir haben so ein Grün. Bei uns jetzt in Wirklichkeit. Wie, was? Okay, die anderen kommen wahrscheinlich noch hoch, wenn wir oben dann angefangen haben mit dem anderen Schlafzimmer. Hoffe ich. Weil die sollen. Die da oben, die halt da. Also, nee. Da kann man, glaube ich, sowieso nichts reinpacken. Handtücher noch mal kurz. Handtücher. Kann man leider nicht. Da würde ich so noch mal um ein Update bitten, aber bis dahin habe ich wahrscheinlich das Haus schon wieder verkauft. So. Oh. Ja. Gucken wir hier noch mal ganz fix durch. Ich weiß, die Zeit ist schon rum normalerweise. Bewahrungskiste braucht man nicht. Schreibtafel auch nicht unbedingt. Ah, Spiegel fehlt auf jeden Fall. Spiegel, genau. Und mit der Kerzenpaste auch. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt wird es draußen hell. Es ist ziemlich überbelichtet, finde ich, das Spiel. Von mit diesen komischen kleinen Lämpchen da oben. Naja. Wir scrollen hier erstmal weiter runter. Ich glaube. Survival! Hier glaube ich aber ist auch nichts. Würde ein bisschen besser aussehen, hätte man in der Mitte eine Art.
ab. Naja, gut, das hat man eigentlich nicht mehr heutzutage. Nee. Etagenbett. Ich hätte gesagt, das reicht erstmal. Vielleicht finde ich noch mal. Was war das denn? Das ist kein Horrorspiel hier. Verschwinde! Also wahrscheinlich auch eine Textur nur nicht aufgebaut. Das sah so aus, als ob da jemand lang gerannt ist. Und gut. Dann jetzt einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt da noch rum und treibt in den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss!